Das Publikum des diesjährigen Wohnbau Frankfurt-Konzertes begab sich in der letzten Woche durch die Klänge des Streichquartetts Con Motto des Brandenburgischen Staatsorchesters Frankfurt auf eine musikalische Zeitreise. Es zeigte sich begeistert vom Facettenreichtum der Musiker und dem mit einer gewissen Leichtigkeit sowie einer Prise Humor dargebotenen Programm. Ich habe da erstmal in der Vorbereitung schon ganz viel Spaß. Und dann bin ich ganz glücklich, wenn es funktioniert. Und dann ist der Spaß doppelt groß. Und der war heute ganz besonders groß, weil ich habe gesehen, alle waren glücklich und zufrieden. Auch die Musiker hatten total Freude, das hat man gesehen. Und ja, alle Jahre wieder was Besonderes und es hat geklappt. Unter anderem erklangen Werke von Michael Praetorius und Johann Sebastian Bach, von Ludwig van Beethoven und Scott Joplin. Und das alles auf Instrumenten der Reka-Sammlung historischer Musikinstrumente des Museums Viadrina. Gespielt wurde unter anderem auf einem Violoncello aus dem Jahre 1714, aber natürlich auch auf neueren Instrumenten. Also, Erfolg mit dem Highlight, ein Schatz aus unserer Musikinstrumentensammlung, einen tollen Cello vom Anfang des 18. Jahrhunderts, ein Münchner. Ja, es sind natürlich nicht nur Instrumente aus der Reka-Sammlung historischer Musikinstrumente des Museums, sondern es sind natürlich auch moderne Instrumente. Also alte und neue Instrumente heute zusammen. Aber es ist uns ja Anliegen, immer mit der Konzertreihe, die wir ja seit Jahren machen, auch auf die historische Musikinstrumentensammlung des Museums aufmerksam zu machen. Ziemlich schwierig. Es ist nicht einfach, weil kein Kinnhalter, keine Stütze, irgendwie so. Die Mädchen, die Damen machen, nehmen sich Polster, aber original wurde halt irgendwie so gespielt. Es ging ja auch bei den Tanzmeistergeigen nur darum, kurz etwas anzuspielen, kleine Melodie. Es wurden also nicht komplette Stücke gespielt. Die musikalische Zeitreise führte dann im weiteren Verlauf von den eben genannten klassischen Werken bis hin zu den Beatles, Nirvana und Metallica. Das fand ich besonders beeindruckend, das hat total Spaß gemacht. Dr. Michaela Schmitz-Schler ist stolz, dass die Wohnbau Frankfurt bereits seit mehr als 20 Jahren die Bachpflege in Frankfurt fördert. Der Genossenschaft ist es sehr wichtig, diese sehr bedeutende und langjährige Tradition Frankfurts zu stärken. Das Museum Viadrina mit seiner Reka-Sammlung und seinem besonderen Ambiente begeistert als Veranstaltungsort des Wohnbau Frankfurt-Konzertes jedes Jahr aufs Neue. Auch im nächsten Jahr will man hier die Veranstaltungsreihe weiterführen und den Frankfurtern damit die Möglichkeit bieten, das wundervolle historische Gebäude als Konzertsaal zu erleben.